Radfahren in der Großstadt ist, gerade an Kreuzungen und Einmündungen, per se schon nicht ganz ungefährlich. Der ADAC hat sich jetzt angeschaut, wie insbesondere die Breite der ausgewiesenen Radwege die Situation noch weiter verschärft. Der Radverkehr hat stark zugenommen in den Städten in den letzten Jahren und auch die Zusammensetzung hat sich verändert. Es gibt jetzt auch Pedelecs auf den Radwegen, Lastenräder, die breiter sind, die E-Scooter, die sehr viel schneller sind und dadurch wird einfach mehr überholt, es wird mehr Platz benötigt. Und wir wollten wissen, reicht der Platz denn überhaupt noch aus dafür? Von den Testern gemessen wurde die Breite von typischen Routen des Alltagsradverkehrs in 10 deutschen Landeshauptstädten. Das Ergebnis ist ernüchternd. Jeder dritte gemessene Radweg erreicht ja noch nicht einmal die von Experten empfohlene Mindestbreite. Die Radwege in 2 Städten erhielten sogar das ADAC-Urteil mangelhaft. In Hannover waren es die leider oft viel zu schmalen Radwege, die zu einem schlechten Ergebnis geführt haben. Teilweise waren sie hier nur 1 Meter breit. In Mainz kam dann noch dazu, dass auch noch sehr viele Hindernisse und Engstellen in den Radwegflächen waren. Und 7 von den 10 Routen in Mainz sind mit der Note mangelhaft oder sehr mangelhaft durchgefallen. Auch die Radwege der anderen Städte konnten nicht wirklich überzeugen. So gab es noch 7-mal das Testurteil ausreichend. Einziger Lichtblick, der Testsieger Kiel mit dem Gesamturteil gut. Für alle anderen Städte gibt es noch einiges zu tun. Kommunen sollten beim Bau neuer Radwege unbedingt beachten, wirklich die Regelbreiten der Empfehlungen für Radverkehrsanlagen einzuhalten und wirklich nur in Ausnahmefällen mit Mindestbreiten zu arbeiten. Aber es gibt auch ganz einfache Lösungen, das Ganze besser zu machen, nämlich Büsche zurückzuschneiden. So ist dann auch mehr Platz auf dem Radweg da. Der erhöhte Verkehr auf Radwegen führt in den letzten Jahren auch zu deutlich steigenden Unfallzahlen. Eine Mahnung an alle Verkehrsteilnehmer, mehr aufeinander Rücksicht zu nehmen.